Wir haben irgendeinen Informanten von uns mitgenommen und eingesackt. Und der will so einiges von uns verbreiten. Ich würde sagen, wir schnappen uns ein Schiff und versuchen das irgendwie zu verhindern. Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es ist wieder Zeit, es ist soweit, wir machen wieder ein Let's Play. Ja, und wir haben uns was Hübsches überlegt und wir haben natürlich wieder mal eine ganze Crew dabei. Als erstes, allererstes hier direkt an meiner Seite, der Weezen. Hallo Weezen. Hey, hey, und ich sehe hier schon das Schiff, die Vanguard, die uns gleich helfen wird bei der Mission. Ja, außerdem ist der Dozer, aber der ist gerade drin mit unserem VIP PG. Dozer, hi. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich hier mal hingelegt, also wir haben hier quasi ein kleines Stillleben gebaut. Ja, dass wir hier vorm schön anfangen können. Und würde ich mal gucken, dass wir hier PG, der hier neben mir sitzt, auf der Treppe mit seinen Arschbacken aus Stahl, schnell und sicher halt so aus der Gefahrenzone bringen, nicht wahr? Richtig, PG ist nämlich unser Informant diesmal und der hat wichtige Informationen, die wir jetzt bei Korea uploaden müssen. Aber da gibt es natürlich auch ein paar Gegner und das ist das Opfer-Team, diesmal bestehend aus Baltek und Scoots und noch ein paar anderen Jungs, die also das Beste versuchen werden, um uns aufzuhalten. Und deshalb würde ich sagen, machen wir mal ganz schnell weiter, Leute, oder? Würde ich sagen, wir starten mal. Dozer, ich bin bereit. Gut, okay, ab dafür, zackig, zackig. PG, zack, zack. Jojo. Hier, den Tunnel lang. Perfekt. Hallo, ab dafür, Jebias. Sawyer, machen wir denn noch eine Missionsbeschreibung auf dem Weg dann? Ja. Verlest sie auch, solange wir in der Anreise begriffen sind. So, was haben wir heute eigentlich vor? Wie gesagt, also wir haben PG als unseren ganz, ganz klaren VIP, der wichtige Daten hat, die müssen wir bei Korea uploaden. Wenn wir dorthin fliegen, müssen wir also dort in den FPS gehen, in Korea rein und ihn so lange beschützen, bis das abgeloadet ist. Ja, und was müssen die Outlaws machen, Weezen? Ja, die müssen uns natürlich stoppen und das heißt, sie müssen unseren VIP, unseren Geheimagenten tatsächlich ausschalten. Sonst scheitert die Mission. Und ich sehe sie schon einsteigen, unsere Leute. Ja, ich sehe es auch. Ich ziehe mich zurück. Dass wir uns nicht rammen, ein Stück. Okay. Halt, da ist eine Tür. Dozer ist drin. Der VIP aber noch nicht. Jetzt ist er drin. Jetzt geht die Tür wieder auf. Alles klar. So, ich habe die Plattform im Blick, ja. Falls hier jemand starten sollte von den Verfolgern. So, Tür ist zu. Wir können los. Alles klar, ich setze mich in den Turm. Pass auf, dass draußen welche sind, ne? Waffen ziehen, Jungs. Ja, es gibt Anfang, wo man sich noch hier irgendwo aufhält. Na dann los. Ich bin on the way, Weezen. Ich bin auch unterwegs. Mit einem rasanten Manöver, was ein bisschen rasanter ausgefallen ist als gedacht, aber es hat funktioniert. So, na dann. Okay, Seven Freak Protect Sawyer. Check, Form on Sawyer. Information. So, Reform on you. Okay, jetzt ich gehe auf Cruise Speed, um aus dem Gürtel rauszukommen. Reformed. Tatsächlich übrigens eine der wenigen Gelegenheiten, dass ich mal eine Vanguard fliegen kann hier, Weezen. Selten. Sehr selten, ja. Wir haben Contact hier. Ja. Scoots ist hinter uns, die folgen uns schon. Weg. Wie viel Cruise Speed machst du? 625. 625, gut. Die sind jetzt hier auf 20 km, ja, 20 Kilometer hinter uns sind die. Schließen schon rasch auf. Check, ich mach den Quantum Travel Mode an. Nächstes Ziel, Comrade 306. Habt ihr sie auf dem Schirm schon? Ja, ich hab sie direkt vor mir, aber die sind zu schnell. Sollen wir direkt zu Career springen? Nee, ist noch nicht möglich. Hier auf Cruise. Alle vier Redcons gerade auf 30 km und steigend. Comrade 306. Ja. Check, Comquad 306. Comquad. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Red Zone ist. Comquad. Endquad 306. Schnell aus der Sprungzone raus, ja? Red Zone. Red Zone, check. Ich peile gleich weiter.
In Quad, Red Zone. Korea is obstructed. Okay. Korea ist frei. Komm Quad Korea. Okay. Red Korea. Komm Quad. Obstructed. Sieht gut aus. Und komm Quad. End Quad. Wir haben drei Greycons. Alles von einer Orga, so wie das aussieht. Alles UINS. Tramps Nest. Vier Greycons. Okay. End Quad. Check. Ich gehe in den Landeanflug direkt. Scoot ist bei uns, hat es eingeholt. Check. Sam Freak, engage Scoot. Check. Engaging. Engaging. Und los. Und raus. Ich auch. Oh Mann, wir sind viel zu schnell. Ich gehe auf die Mondseite und versuche dort den Landeanflug. Ich glaube, er springt ab. Ich würde schätzen. Splash, sehr gut. Seven Freak, Efort. Check. Unis Liar. Engaging. Approach. Seven Freak, versuchen die zu beschäftigen. Preparing to land. Wir gehen runter, Jungs. Bereit zum Ausstieg. Okay, verlasse den Turm. Touchdown, Touchdown. Speed ziehen die raus, ja? Check, engaging cruise. Ich verlasse das Cockpit. Okay, Rufio ist hier, ja? Stehe raus. Ich verlasse das Cockpit. Dosa ist draußen. Oh, jetzt muss ich schnell gehen sauber. Ja, check. Ihr habt ganz schön Fehls da, Weasen, wa? Hm. Hier ist offensichtlich Unis, scheint hier Korea zu verteidigen, ebenfalls. Und ich sehe auch schon, dass hier einige von den Outlaws sind. Sakura ist auch hier. Let's go, ich mach Point. PG hinterher, ich mach die Nachhut. Check. Okay, links ist frei. Incoming. Rechts ist auch frei. Geh zur Treppe. Runter. Treppe. Oberes Landepad ist... safe. Ich hab das weiterhin frei. Ich geh zur Schleuse. Hält weiterhin frei. Bin an der Schleuse. Öffnet die Schleuse, Schleuse offen. Pad ist weiterhin frei. Don't okay, Sam Freak, Efort, Unis, schließe Schleuse. Ilana. Engaging. Okay, zwei okay, Türen, beide offen, rechts und links. Check. Sawyer nimmt links, ich nehme rechts über Kreuz. Ja, ja. Links ist safe, sehe nichts. Negativ, zwei Kontakte, beide links. Ich bin down. Check. Seven Freak MILF. Sehe nichts. Ready? Beide links. Okay. Einer down. Einer down. Ich respawne. PG, halt dich. Oh, nicht kreuzen. Achtung, ich sehe ihn. Ist Baltic. Hinter der Kiste, hinter der Kiste. Bin verletzt. Ich hau mir mal kurz hier irgendwie einen Herzstachel rein. Bin wieder da. Check. Er versucht nach rechts abzuhauen. Ist dann komm. Ich versuche ihn abzufangen. Wiesen, wie sieht denn der Luftraum aus? Ein paar haben sich zurückgezogen, aber wir kämpfen hier noch gegen Ilana. Ich sehe ihn in der Lobby nicht. Hat sich versteckt. Die, unsere Outlaws. Okay, lass uns außen rumgehen. Achtung, er ist hier! Er ist hier! Er hat uns im Gang! Warte. Wow.
fuck, ich bin down. Beide down? Jedenfalls. Ja, bin beide down. Kommt davon, wenn ich mir meine Knarre nicht besorgen kann. Ich hatte halt nur diese scheiß Arrowhead. Und ich habe überhaupt keine Treffer einbekommen. Einfach dann down. Haben die anderen wohl Grund zu feiern diesmal, denn jetzt war es nacheinander. Eieiei, ei, ei, zu wenig Marines, hä? Ja, viel falsche zu wenig. Waffen. Ja, falsche Waffen, zu wenig, aber es ist halt, weißt du, es ist ja immer irgendwas, ja? Ja. Eben, es ist immer irgendwas. Ich wäre jetzt gerade mit der Katis gekommen und euch abholen, aber das üben wir nochmal, Jungs. Ich glaube ja. Der sehr Patch cool. Ist ja nicht mehr lange. So und ist es. Funktionieren die Waffen. Ja, dann genau. Vielleicht sogar auch ein Zielfernrohr. Und dann üben wir kräftig bei Star Marine, würde ich mal sagen. Mhm. Wiesen, bist du noch im Kampf eigentlich? Ja, ich kämpfe hier weiter. Wiesen, von der Ausführung her war das eigentlich gut. Rückzug, wir müssen anders an die Daten kommen, Muisen. Okay, gut, dann Seven Freak, Botquad to Cryastro 151. Ich will hier gerade noch wegmachen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir eine Abmoderation. Ich unterstütze hier noch ein bisschen Seven Freak. Mach das, alles klar. Ja, das war's dazu. Es kann nicht immer klappen. Man muss das auch mal sagen. Bisher haben wir immer gewonnen, diesmal ging's anders. Aber wir hatten ja auch gute und fitte Mitspieler und eine Menge Leute waren dabei. Und Dosa hatte nicht die richtige Knarre, aber du freust dich ja nur sowieso schon aufs Down. Einen habe ich weggemacht damit, aber das naja, wie das halt immer so läuft. Der zweite habe ich nicht erwischt und schrote gegen Arrowhead ohne Zielfernrohr. Es hätte funktionieren können, ich habe ihn halt einfach nicht getroffen. So ist es. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt dran. Nächstes Mal schneiden wir vielleicht dann wieder besser ab gegen unsere Jungs. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. In diesem Sinne, abonniert den Channel in jedem Fall, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt, gerade mit den großen Sachen, die jetzt so ausstehen und kommen sollen mit der CitizenCon. Ansonsten liked oder disliked die Episode, schreibt uns ein paar nette Kommentare Splash. Runter, was ihr besser machen wolltet. Sehr gut, Luisen. Und, letzten Endes, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. In dem Sinne würde ich sagen, ich zähle runter. Alle zusammen. 3, 2, 1 und see you on the flight deck! Woo! Ja. Genau. Und jetzt sagen wir den anderen herzlichen Glückwunsch. Das haben sie sich verdient.